unabhängigen Ereignisse präsentieren. Ja, danke, Larissa. Tafelbild ist bereits vorbereitet. Es geht also um die unabhängigen Ereignisse. Durch das Eintreten eines bestimmten Ereignisses, das wir hier mit B bezeichnen, kann man sich die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines weiteren Ereignisses A durchaus anschauen. Ist das der Fall, so werden die beiden Ereignisse A und B als abhängige Ereignisse bezeichnet. Und ändert sich die Wahrscheinlichkeit von A durch das Eintreten von B jedoch nicht, so heißen die Ereignisse A und B unabhängige Ereignisse. Per Definitionem kann man nun sagen, Ereignisse A und B mit positiven Wahrscheinlichkeiten werden als stochastisch unabhängig voneinander bezeichnet, wenn Folgendes gilt, wenn die Kamera hier ein bisschen rüberfährt. P von A unter der Bedingung B ist gleich P von A, beziehungsweise P von B unter der Bedingung A, das ist ja die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung von A, ist auch gleich P von A. Es gelten dabei noch zwei Sätze, Alexandra, und zwar einmal der Multiplikationssatz für unabhängige Ereignisse und dann der Additionssatz für unabhängige Ereignisse, Henriette. Der erste Satz besagt, die Wahrscheinlichkeit zweier Ereignisse, die sich schneiden, also P von A geschnitten mit B, ist gleich dem Produkt der beiden, P von A mal P von B, Multiplikationssatz. Der Additionssatz für unabhängige Ereignisse besagt, dass die Vereinigung, also P von A vereinigt mit B, gleich der Wahrscheinlichkeit von A plus der Wahrscheinlichkeit von B und jetzt minus der Wahrscheinlichkeit des Produktes der beiden ist. Kurzer Beweis, wenn ich P von A mit B schneide, dann ist das ja auch P von B mal P von A unter der Bedingung B und das ist ja wieder gleich dem Produkt, wie wir hier oben gefunden haben. Ja? Und beim zweiten, Mädels und Jungs, P von A vereinigt mit B ist P von A plus P von B minus P von A geschnitten mit B, Larissa. Mhm. Ja, aufpassen, genau. Und das ist dann P von A plus P von B minus dem Produkt der beiden Ereignisse. Diese Problematik, die also zur Stochastik gehört, ja, behandeln wir eigentlich relativ früh, Anfang der 11. Klasse, bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich würde sagen, bisher ja.